Jetzt freuen wir uns auf eine Mini-Lektion. Und zwar gibt es das Programm Cybathlon at School. Cybathlon haben Sie vielleicht auch schon gehört, waren vielleicht vor letztem Mal dabei, als der große Cybathlon stattfand. 2020 wird es wieder soweit sein. Es geht um die Umsetzung natürlich von Technologie im täglichen Leben, wie das eingebaut werden kann. Und wir haben zwei sozusagen Guides durch diese Lektion heute. Sie machen das öfters. Sie sind ein eingespieltes Team. Das ist einerseits Roland Sigrist. Er ist Sportlehrer und Bewegungswissenschaftler. Und wir haben Rüdiger Böhm bei uns. Er ist Botschafter von Plus Sport und von Cybathlon at School. Herzlich willkommen. Damit ihr hoch. Sehr gut. Danke. So, vielen Dank. Ich bin sehr froh, dass ich hier zusammen mit Rüdi auf der Bühne stehen kann und das Cybathlon at School Projekt mit einer Mini-Lektion daraus vorstellen darf. Darf ich kurz fragen, wer den Cybathlon bereits kennt hier im Publikum? Okay. Für alle anderen zeige ich noch kurz einen Trailer, um ein Verständnis für diesen Event zu erhalten. Der Cybathlon ist eine Plattform rund um einen Wettkampf für Menschen mit Behinderungen. Die Teams von der ganzen Welt sind herausgefordert, Alltagssituationen zu bewältigen. Das heißt, Pilotinnen und Piloten, wie wir den Menschen mit Behinderungen im Wettkampf sagen, nennen, müssen Alltagsaufgaben lösen. Die Herausforderung ist es, dass Forscher und Entwickler zusammenarbeiten, um sinnvolle Assistenzsysteme zu entwickeln, die tatsächlich dann im Alltag gebraucht werden können. Oft ist es so, dass zum Beispiel Masterstudenten, Masterstudentinnen ein Assistenzsystem entwickeln oder Teile von Assistenzsystemen entwickeln, dieses aber nie wirklich mit Menschen mit Behinderungen besprechen oder wirklich testen mit diesen Personen. Darum ist es ein Ziel des Cybathlon, die Technologieentwickler und die Menschen mit Behinderungen früh zusammenzubringen, um sinnvolle Systeme für den Alltag zu entwickeln. Ein weiteres Ziel des Cybathlon ist es, der Öffentlichkeit aufzuzeigen, was man mit Technik heutzutage schon machen kann, um Inklusion zu fördern, um Menschen mit Behinderungen im Alltag zu unterstützen. Ein drittes Ziel ist es, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren, was heutzutage die Herausforderungen für Menschen mit Behinderungen im Alltag sind und diese zu sensibilisieren. Der erste Cybathlon hat 2016 stattgefunden in Kloten. Durch diesen Cybathlon wurde ein Schulprojekt lanciert,
von der ETH Zürich aus, wie der ganze Cybathlon. Wir haben dieses Schulprojekt zusammen mit Minton Pepper, das WeCenter, das angegliedert ist an der Universität Zürich und der ETH Zürich, entwickelt. Wir arbeiten zusammen mit den ETH-Departementen, mit der PH Zürich und der EPFL Lausanne und weiteren Partnern, um dieses Schulprojekt zu entwickeln. Die Idee ist es, durch die Faszination für Robotik, vielleicht auch ein bisschen die Faszination Cyborg im weitesten Sinne, Schülerinnen und Schüler für die MINT-Fächer zu begeistern, aber auch für andere Fächer zu begeistern, sowie sie zu sensibilisieren, was die Herausforderungen für Menschen mit Behinderungen heutzutage sind. Wenn man sich vorstellt, was es alles braucht, um ein Exoskelett zu entwickeln, kommt man auf viele Schulfächer. Erstens mal muss man verstehen, was sind die Herausforderungen für die Menschen mit Behinderungen, welche verschiedenen Behinderungen gibt es und welche Lösungen kann man dafür suchen. Dann gibt es zum Beispiel, wenn man ein solches, hier in dem Fall ein kleines Armexoskelett, das wir entwickelt haben für das Schulprogramm, wenn man das entwickeln will, braucht es Verständnis in Mathematik, in Physik, Programmieren, es braucht ein Verständnis für Biologie, um die Behinderungen zu verstehen, die Ansteuerung zu verstehen und eben auch ein Verständnis für die Herausforderung von Menschen mit Behinderungen, welches wir in einem Modul Sport den Schülerinnen und Schülern beibringen möchten. Und genau dieses Modul Sport will ich heute zusammen mit Rüdiger Böhn kurz illustrieren. Wir gehen jeweils in die Schulen mit verschiedenen Assistenzsystemen. Eines davon ist eine Prothese, in dem Fall eine Abknickprothese. Die Schülerinnen und Schüler sollen erfahren, wie schwierig es ist, mit einer Prothese zu laufen. Sie können auch Rollstühle benutzen, um herauszufinden, wie schwierig es ist, kleine Hindernisse mit einem manuellen Rollstuhl zu überwinden, warum es eben robotische Rollstühle braucht, um im Alltag weit zu kommen. Und wir haben auch einen Blindenparcours zu entwickeln, um diese Herausforderungen kennenzulernen. Jetzt, der Rüdi, würde ich mich mal in diese Abknickprothese reinversetzen und du kannst vielleicht kurz dich noch vorstellen und sagen, wie du das Schulprogramm, das Modul Sport jeweils erlebst. Ja, hallo. Also es ist relativ einfach. Ich komme in die Halle und die Kiddies sind manchmal mehr, manchmal weniger interessiert. Und dann gibt es so den Moment und achten Sie mal drauf, was bei Ihnen jetzt gerade passiert. Ne? Ich bin hier so ganz normal hochgelaufen und dann gibt es den Moment, wo ich das mache. Und plötzlich sehen die Kiddies anders auf die Welt. Und was ist unsere Idee? Unsere Idee ist es, zum einen zu zeigen, dass Behinderung nicht das Ende der Welt ist, zum anderen so früh wie möglich zu zeigen, dass es eben darum geht, wenn Menschen früh genug miteinander arbeiten, egal ob sie behindert sind oder nicht, dann erkennen sie, es geht um den Menschen. Und wenn sie dann auch die Chance haben, so eine Abknickprothese auszuprobieren, und das machen wir dann, die können die anziehen, der Roland hat das Ding jetzt angezogen, und dann machen wir das immer so, dass es maximal safe ist, das heißt, eine zweite Person stützt, und zwar immer auf der Seite, auf der die Prothese ist, das heißt, ich würde jetzt auf diese Seite gehen, und dann darf derjenige erstmal einfach so ein bisschen probieren. Roland ist jetzt ein bisschen erfahren, der weiß schon ungefähr, was da passiert, aber was er schon macht, er versucht schon einigermaßen normal zu laufen, die meisten, das sieht dann irgendwie so aus, die machen so irgendwas, und dann gibt es immer eine Riesenlacherei. Und über diesen spielerischen Zugang kommen die Kiddies dann und fragen, ja, wie ist es passiert, was hast du gemacht, wie geht das, wie kannst du laufen, kannst du das machen. Und dadurch entsteht eben zum einen das Interesse dafür, dass das cool sein kann, mit sowas zu laufen. Die kommen dann sogar so Äußerungen wie, boah, das sieht ja total cool und spacey aus. Und zum anderen geht es natürlich auch darum, dass man auch sportlich sich der Herausforderung stellt, mal was zu tun, was man noch nie zuvor gemacht hat. Und man erkennt immer wieder, es war ja bei mir auch so, ich habe ein Sportstudium gemacht, als der Unfall passierte, umso besser du koordinativ drauf bist, umso mehr vielfältige Bewegungserfahrung du jemals gesammelt hast, umso leichter wird es irgendwann natürlich auch, mit so einer Prothese umzugehen. Die Herausforderung, Roland, was ist für dich die größte Herausforderung, wenn du das machst? Ja, die Balance natürlich. Genau. Also es sind zwei Dinge. Das eine ist, er kriegt natürlich von unten keinerlei Rückmeldung. Ne? Die ganze Wortfindungsstörungen, der ganze Rückfluss der Informationen ist unterbrochen, der findet nicht mehr statt und deshalb muss er sich auf andere Sachen verlassen, das ist das eine. Und das zweite ist, wie ist es denn wirklich mal so einen Schritt da drüber zu machen? Kein Stück, nett, dass du mir da von der Bühne fällst. So, das ist eine Riesenherausforderung, ne? Weil das Knie ist ja nicht stabil.
Das Knie ist immer nur dann stabil, wenn das Bein gestreckt ist, und das ist so gegen die normale, völlig gegen die normale Gehbewegung. Die normale Gehbewegung heißt Bein aufsetzen, Hüfte nach vorne nehmen und drüber laufen. Wenn man das 20 Jahre lang macht, so wie ich mittlerweile, dann geht das irgendwann. Aber am Anfang ist es die Kunst, das Bein aufsetzen und dann eben die Hüfte zu strecken und den Po nach vorne zu schieben und das Knie nach hinten zu schieben. Und wenn Sie normal gehen, machen Sie das völlig anders. Und dann merkt man, dass auch die Coolsten, die immer so ganz locker und yo-yo-yo unterwegs sind, plötzlich ganz anders werden. Und plötzlich kann man nicht mehr quasseln und drei Sachen gleichzeitig tun. Gell? Plötzlich muss man sich konzentrieren auf das, was man da macht. Und es ist so cool, wenn die dann ein bisschen damit spielen und ein bisschen das ausprobieren. Glauben Sie mir, die sehen von dem Moment an Behinderung als etwas völlig anderes. Und die sehen auch Menschen mit einer Behinderung völlig anders an. Und am Ende des Moduls machen wir es immer noch so, wir machen immer noch eine Viertelstunde, 20 Minuten Fragerunde, wo man mich alles löchern kann, die Fragen, Gott weiß was für Sachen. Es gibt so einen coolen Trick, den kann ich nur machen, wenn ich mich anlehne, aber den mache ich dann auch oft. Ich kann das Knie da so drehen. Und für Sie ganz einfach, das ist ein Drehadapter, der ist einfach nur dafür da, dass man die Schuhe und die Hose wechseln kann, weil wenn das Knie so gestreckt ist, kommt man da schlecht hin. Aber man kann da ganz spaßige Dinge dazu tun. Unser Ziel ist es, wir wollen aufzeigen, dass es eben nicht das Ende ist, wenn irgendwas passiert. Und dass es sich lohnt, ich habe vorhin ganz viele ganz tolle Inputs gehört, dass es sich lohnt, Fehler zu machen, dass es sich lohnt, zusammenzuarbeiten, gemeinsam neue Wege, neue Dinge zu gehen und dass es mehr gibt als diesen stringenten Weg, den wir als Generation X irgendwann mal gelernt haben. Und ich glaube, da ist das Cybathon at School ein Riesenmodul dafür, der ein maximaler Mind-Opener ist für uns alle. Genau, und sobald die Schülerinnen und Schüler verstanden haben, was die Herausforderungen für die Menschen mit Behinderungen sind, gehen sie auch ganz anders in das Biologie-Modul, in das Mathematik-Modul oder das Programmiermodul des Cybathon at School und können so zielgerichtet mit einem sinnvollen Gedanken sich an die Materie, Mathematik, Programmieren etc. Ranmachen. Und so wollen wir eigentlich auch den verschiedenen Schulfächern noch mehr Sinn stiften, dass die Schülerinnen und Schüler im Kopf haben, was mache ich mit Mathematik in Zukunft, neben dem allgemeinen Sensibilisieren für die Thematik Herausforderung für Menschen mit Behinderung, mit Behinderungen. Vielleicht zum Schluss noch so ein Hinweis, ich habe immer noch so den Gedanken im Kopf, dass irgendwann mal einer bei so einem Modul dabei ist, der 20 Jahre später irgendeine Rieseninnovation entwickelt und dafür sorgt, dass die Assistenzsysteme einfach noch besser werden und vor allem so günstig werden, dass sie sich jeder leisten kann. Leider ist es aktuell immer noch so, wir leben in der Schweiz, alles wunderbar, aber es gibt ganz viele Länder, da ist die Quote an behinderten Menschen viel höher und da ist viel weniger Geld da und die können sich einfachste Abknickprothesen wie diese, die wir hier dabei haben, nicht leisten. Und wenn wir alle dafür sorgen, dass in diesem Bereich Innovation gefördert wird, dann wird Innovation irgendwann auch bezahlbar für jedermann. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz lohnendes Ziel in dem Zusammenhang. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Roland Sigrist und Rüdiger Böhm, für diese Präsentation, diesen Anschauungsunterricht und wirklich diese Animation, eben Kinder, Jugendliche dazu zu bringen, ja, wirklich zu animieren, eben sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und das Programmieren und die Technologien zu verbessern.